Das hier habe ich gestern noch gesehen, passt mal auf, ganz wild, warte mal. Karl S. Revinzeit, das war ein Fehler hochgeladen. Bin ich auch mal gespannt, ne? Ich habe bis jetzt noch nichts davon gesehen. Es geht wieder los mit Karl S. und Unternehmermanier. Mach Kamera lieber nach rechts, oder? Ja, stimmt. Sollen wir damit einsteigen? Hast du Bock? Ja, Aber okay. stopp, ey, kannst du mich voll aufklären, was passiert ist? Pass auf, passiert ist Folgendes. Karl S. hat einen Fotografen. Dieses Mount Everest-Ding, ne? Ist ja so ziemlich groß gewesen und hat ja diesen Song bekommen und dieses Bild irgendwie hat irgendein Fotograf gemacht. Dieser Fotograf ist halt hingegangen und hat diese ganzen Leute, die das Bild jetzt benutzt haben, quasi abgemahnt. Ich habe das Bild von Karl S. verfremdet auf meinem Thumbnail von YouTube gehabt. 1300 Euro. Ich dann im Livestream gesagt, ja, Was? Leute, Karl S. hat mich abgemahnt. Und dann hat er dann erstmal gesagt, nein, nicht ich habe ihn abgemahnt, sondern Sondern mein Foto. Fotograf. Und ich denke schon so, ja, komm, Bro. Okay, und jetzt bin ich mal gespannt, Alter, was Karl S. mir jetzt hier erzählt. Es sind 8 Minuten. Kommentare und Like-Dislike-Verhältnis mal wieder absolut stabil für seine Verhältnisse. Kann sein, dass Karl manchmal ein bisschen vom Thema abschweift. Ich glaube nicht. Niemals, so kann man den auch gar nicht. Ja, Digga, ich werde schneller darauf reagieren, der Reaktionslos oder Rewe. Ich bin mal gespannt. Ob, ich weiß nicht, Justin hat, glaube ich, noch nichts dazu gesagt. Lass einfach mal reinschauen, Digga. Lass, Jetzt mal. nimm dir Kopfhörer, Okay, Bro. okay. Und da bin ich mal gespannt, Alter. Das Rewe-Thema klären. Ich bin gerade hier in München unter Führung. Ja, man hört dich safe. Ja. Bei uns im Büro. Könnt ihr mal reinschauen, läuft gerade ein Kundengespräch. Nein, Entschuldigung. Was hat wieder schon anfängt. Ist schon so Dieser unangenehm. Flex, ne? So, ja, wir haben hier gerade Kunden, so auf Es, den bei uns es, zurückkommt. wir haben hier gerade, also ihr seht es, wir haben hier gerade schon mal einen Kunden. Das ist schon mal nicht schlecht so. Also ihr seht es vielleicht, wir verdienen noch Geld in unserer Firma tatsächlich. Kein Kundengespräch, Mitarbeitergespräch. Hier. Oh, doch kein Kundengespräch, Ah. Mitarbeiter. Kundengespräch, schaut her. Hier. Sie sind Kunden. Und der Kunde kommt zu denen. Die sieht aus wie Callcenter. Digga, das ist einfach nur Scam. Der ruft die ganze Zeit Leute an und Ja. verarscht die, Bro. Mehr ist es nicht. Und könnt ihr mal ganz kurz sehen, gehen wir hier in den Gang rein, in ein freies Office. Revi hat gepostet, dass ich ihn abgemahnt habe, Ah. wegen einem Foto, welches er verwendet hat. Gehen wir ganz kurz hier rein. Und Ich hoffe, alles ist nur durch das ganze Büro gelaufen, um zu zeigen, was er für ein Natürlich, großes natürlich, Büro hat. natürlich, Digga. Natürlich. Ist das Karls Büro? Glaubst du, das ist sein Zimmer? Das sieht mir nicht nach einem CEO-Zimmer aus, oder? Ich Also, glaube. wenn ich ehrlich bin, da steht nicht mal ein PC. So, Na. kann es sein, dass der gar nicht da arbeitet? Vielleicht kennen die Leute den. Vielleicht ist der einfach in irgendein Unternehmen reingelaufen. Man weiß es nicht, ne? Genau dieses Thema möchte ich kurz aufklären. Ich möchte ganz kurz aufklären, was mit Revi ist, aus welchen Gründen, wann ich Leute verklage und wann nicht. Und ich möchte auch kurz erklären, was wir eigentlich machen. Denn ich habe angefangen früher im Straßenbau als. Digga, jetzt geht's wieder los. Die Jetzt gute kommt vom Tellerwäscher zur Millionärgeschichte. erstmal die und jetzt kommt diese ganz lange Geschichte, wie auch ihr das schaffen könnt. Das wird jetzt ganz wild. Möbelpacker, hat dann studiert, um Unternehmensberater zu werden eigentlich. Und ich bin dann auf einen anderen Weg gekommen. Ich habe dann mit Fitness angefangen, dann ein Fitnessunternehmen aufgebaut, beziehungsweise Ja. mehrere Unternehmen. Man kann auch in dieser Broschüre einige davon sehen. Zum Beispiel hier. Gymnastics, Juicery, Systemgastronomie, Nahrungsergänzungsmittelfirmen, habe Fitnessstudios mit skaliert, Schlaffirmen mit skaliert. Schlaffirmen. Also basically verkauft der einfach, der verkauft Schlaf, Digga. Das ist insane. Das ist ganz, ganz wild. René hat 10 Jahre auf dem Bau gearbeitet. Und dein Und Hund wird auch am Mitgucken. Der hat sich schon selber so hingelegt, ne? Er ist so richtig so, er ist aber auch schock, Digga. Er versteht auch nicht, was abgeht, Digga. Und ich bin jetzt heute Unternehmensberater. Ich habe eine Unternehmensberatung hier in München mit mehr als 50 Mitarbeitern. Das ist aber auch immer unterschiedlich. Mal Ja. sagt er, sind es 100, mal 20. Es kommt aber auch die verschiedenen Businesses auch an und die Standorte halt. Und die Frage ist ja auch, wenn er selbst Unternehmensberater ist, berät er seine eigenen Unternehmen, seine eigene Unternehmensberatungsfirma? Man weiß es nicht, ne? An Karl, wenn du das siehst, du wirst es ja eh sehen. Meine Freunde fragen mich immer, wie ich es schaffe, nach 10 Sekunden schon einzuschlafen. Ungelogen, ich schlafe todesschnell ein. Aber ich würde gerne meinen Freunden noch mehr beeindrucken und schon nach 5 Sekunden einschlafen. Ich hoffe, du hast da ein Produkt für mich, was mir da weiterhilft. Ja, so ein Kissen oder so. Ja, Oder? so ein Spezialkissen oder Ja, so. ja, ja. Und es ist für mich rufschädigend,
wenn jemand wie der Revi mit 2 Millionen Abonnenten postet, dass ich ihn angeblich abgemahnt hätte? Also erstmal sind es 3,1 Millionen. Das müssen wir erstmal richtig stellen. Ich glaube, der sagt deine Instagram-Zahl. Du hast ja auf Instagram. Ah, okay, ja. Da habe ich es aber tatsächlich nicht gepostet. Ich habe einfach nur gesagt, ja, Tag fängt gut an, direkt Abmahnungsschreiben von KLS bekommen, das war's. Ja, rufschädigend auf jeden Fall. Ich bin sicher, dass wenn wir das jetzt, also vielleicht kommt jetzt nach diesem Video nochmal eine Abmahnung, weil ich gesagt habe, dass er mich abgemahnt hat. Weißt du, was ich meine? Und er hat das Ganze wieder aufgeklärt. Ja. Ich werde auch hier ganz kurz einblenden, was hat er gepostet? Wie wurde das Ganze aufgeklärt bei ihm? Guck mal, ich habe, da steht ja, Karl S. versteht ja, also das Wort Fotograf hat er nicht gelesen. Da steht, Karl S. hat mir eine Unterlassungserklärung mit x Euro Strafe, es waren 1300 Euro, glaube ich, Strafe geschenkt. Und ja, das war eigentlich schon die Story. Mehr habe ich dazu auch gar nicht gesagt. Bei ihm in der Instagram-Story. Und jetzt möchte ich nochmal ganz... Das ist meine Instagram-Story natürlich, ne? Man sieht das, oder? Kurz drei Dinge sagen. Nice, warum sowas für mich rufschädigend ist, dass ich das nicht war und wann ich überhaupt sowas mache und wie du als Selbstständiger, als Unternehmen oder als Inhaber von unserem neuen Büro hier profitieren kannst. Und ich fange mal mit dem dritten Punkt an. Klar, klar. Das ist ja logisch, wenn das Video heißt, Revinzer, das war ein Fehler, dass wir erstmal damit anfangen, wie wir auch selber davon profitieren können. Ich bin gespannt. Ich habe die letzten 4 Jahre nur Unternehmen gekauft, systematisiert, skaliert und wieder verkauft. Entweder ganze Unternehmen oder nur Beteiligungen. Genius. Das habe ich, nachdem ein gutes Modell. Ich meine eigenen Unternehmen an Geschäftsführer übergeben habe, angefangen. Das heißt also, die ersten paar Jahre habe ich nur eigene Firmen aufgebaut. Und dann bis zu dem andere, Grad alle Prozesse digitalisiert, dass ich einen Geschäftsführer einsetzen konnte, dass er das Ganze dann übernommen hat. Manchmal hat er so Aussetzer, merkst du das? So, dann, also, seine, manchmal... Im Moment sieht es auch so aus, als würde sein Gehirn gleich platzen. Also, er muss so sich richtig geisteskrank konzentrieren, ne? Ja. Warum sagt ihr, der ist mega unsympathisch, Chat? Was soll denn das? Nein. Und dann war der zweite Schritt der, dass ich gesagt habe, ich beteilige mich an anderen Unternehmen oder kaufe andere Unternehmen und skaliere diese Unternehmen. Das war die zweite Phase. Klar. Jetzt sind wir in der dritten Phase und jetzt beraten wir auch andere Unternehmen. Und wir haben jetzt wieder Kapazität für 30 Consulting-Kunden, Consulting-Klienten. Das heißt, ja, wenn du selbstständiger Unternehmer oder Inhaber eines Unternehmens bist. Bin ich. Dann kann ich dem ja eigentlich Alter, mal schreiben, krank. Oder? Warte, ey, erstmal direkt. Lass uns die Nummer, die seht ihr hier eingeblendet, könnt ihr einfach bei WhatsApp schreiben. Leute, schreibt mal alle bei WhatsApp. Schreibt alle bei WhatsApp Hashtag, wir wollen reich sein wie KS. Alles Spam. Ich bin Unternehmer, was mit dir, Digga? Vor allen Dingen, guck mal, ganz ehrlich, wenn der das, also jetzt mal Real Talk, wenn der diese Nummer noch einblendet, wie viele Trolls schreiben dem die ganze Zeit da? Safe, Todesfälle. Also, aber ich glaube, ich glaube, der hat manchmal auch so ein Problem mit Ironie und Sarkasmus. Und ich glaube, wenn manche Leute den schreiben, so auf trollmäßig, ja, ich will unbedingt lernen, was du machst, ja, der schreibt den Leuten auf ernsthaft. Er checkt das nicht. Der checkt ja auch gar nicht, wenn man halt auf sowas reagiert, dass wir das jetzt zero ernst meinen, so, ne? Also, Abmahnung kommt an der Stelle an mich wieder. Und du möchtest, dass wir... Eigentlich müsste jemand Karl Beratungsleistung Dokumentation prüfen und dann zu aufdecken, dass er keinen Plan hat von nix. Man weiß es nicht, Leute, man weiß es nicht. Es bleibt weiter entspannt, ne? Dein Unternehmen beraten im Bereich digitales Marketing, digitaler Vertrieb, klar. Customer Lifetime Value und... Customer Lifetime Value. Für mich eine Unternehmenskennziffer, die man eigentlich kennt, die Customer Lifetime Value. Produktpalette und interne Prozesse, also E-Learning, Prozessdigitalisierung, Mitarbeitergewinnung und auch Mitarbeitertraining, dann klick den ersten Link in diesem Video an und du bekommst alle Informationen. Mein Team hier spricht mit dir und im Regelfall, wenn wir diese 5 Hebel identifizieren, diese Bilder, die ranken natürlich bei Google sehr. Digga, kann ich erstmal darüber reden? Es gibt einen Fotografen. So, jetzt kommt's. Jetzt 3 Minuten 45 und jetzt kommen wir endlich zum Thema. Gut. Der heißt Stefan Röhl, soweit ich weiß. Und dieser Fotograf, der hat vor circa 4 Jahren Bilder von mir gemacht. Ich habe damals ein Buch rausgebracht und für dieses Buch war ich dann in Hamburg. Wir haben circa 30.000 Stück verkauft. Mhm. Oh. Also auch er wieder an der Stelle, so wie jeder YouTuber eigentlich. Bestseller-Autor natürlich. Schreibt man sich auch gerne in Insta-Bio. Grüße an alle meine Kollegen, die das gemacht haben. Ist schwer, in Deutschland Bestseller-Autor zu werden mit einer 2-Millionen Reichweite. Ist es wirklich? Safe. Ja. Und es wurden Bilder von mir gemacht, deren Recht ich aber nicht besitze. Mhm. Und
Diese Bilder, die ranken natürlich bei Google sehr hoch. Wenn also andere Menschen über mich sprechen, Videos über mich machen, dann nehmen sie oft diese Bilder her. Sie googeln also Karl S., dann kommen diese Bilder, die mir nicht gehören, wo ich keine Rechte dran habe, wenn sie dann abgemahnt werden. Digga, what the fuck, Alter, was jetzt passiert, Digga? Dann seht ihr ja, was Zehntausende von Menschen schreiben, und zwar Karl S. ist XYZ. Hm. Füg einfach deine Lieblingsbeleidigung ein. Ja. Und jetzt hat natürlich so ein Revi 2 Millionen Instagram-Follower, ja. Millionen Follower auf YouTube und Streaming-Plattformen, mhm. auf Twitter überall, außerdem meinen Twitter werde ich auch hier unten verlinken, mein Instagram und YouTube werde ich alles einblenden. Digga, es ist so corny, oder? Das ist einfach so, teilweise so random. Es ist also, wirklich so... Ist so weißt du, er spricht so über seine Sachen und dann fällt ihm aber auf, oh, jetzt habe ich aber 30 Sekunden nicht erwähnt, wie erfolgreich ich bin und was ich selber mache. Ja, ja. Deshalb, ich bringe das jetzt nochmal schnell an, weißt du, ey, Digga, also. Das gerne abonnieren für mehr Tipps im Bereich Business. Guck, Digga, guck, er kann, das ist wie so ein Zwang. Oh. Das gibt natürlich eine sehr große Negativwelle gegen mich. Mhm. Und jetzt möchte ich euch mal was erklären. Erstens mal, ich mahne keine anderen Menschen ab, die meine Bilder und Videos einfach ganz normal verwenden. Mhm. Ich würde euch aber trotzdem warnen, wenn ihr bei Google Karl S. eingebt und ihr verwendet diese Bildmaterialien, dann kann es gut sein, dass irgendeinem Fotografen die Bilder gehören. Und ich selbst habe dann sogar diese Bilder verwendet, Digga, für meine Facebook-Seite. Soll ich dir mal sagen, also das ist jetzt nur eine Assumption, so meine Vermutung, ne? So... Dieser Stefan Gröhl, Fotograf, ich kann's, es ist nur eine Vermutung, Chat, so, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe das Gefühl, dass Karl S. halt gecheckt hat, okay, dieses Bild wird die ganze Zeit verwendet, den Fotografen darauf aufmerksam gemacht, so, hey, schau mal, ich such dir fein säuberlich raus, wer was von mir verwendet. Du hältst dafür den Kopf in der Öffentlichkeit hin und wir machen hintenrum einen Share. Könnte ich mir vorstellen. Ob das so ist, weiß ich nicht. Ja. Aber weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, weil, was du meinst. Wenn, also, falls es nicht so ist, dieses Bild ist so oft verwendet worden, sitzt Stefan Röhl, dieser Fotograf, den ganzen Tag da und schaut, wo ist dieses Bild verwendet worden. Ist Stefan Röhl so in dieser YouTube-Materie drin? Weißt du, was ich meine? Die Frage ist auch, hat er nichts anderes zu tun? Als Fotograf hat man doch eigentlich ganz andere... Nee, der hat einmal Bilder von KLS gemacht vor 4 Jahren, naja, und davon lebt er jetzt. Ja, deswegen so. Kritischer Hase auf jeden Fall, aber ja, lass mal da gucken. Webseiten unterschiedlicher Unternehmen, die mir gehört haben, mhm. wurde abgemahnt und musste bis zu knapp 10.000 Euro zahlen. Mhm. Also nur mal, dass ihr wisst, was es sich hier für Summen handelt. Einer schreibt, zeig mal das Bild. Also ich mahne nur wirklich dann ab, wenn man gegen den Wettbewerb verstößt, mhm. üble Nachrede, machen wir nicht. Falschdarstellungen im Internet. Habe ich eben gesagt, Assumption, ich stehe dafür nicht gerade. Ne, es ist natürlich nichts, wo ich jetzt sage, das ist so. Ja, ich habe nur mal das in den Raum geworfen, Karl. Ich bin mir sicher, dass das natürlich so nicht ist. Du bist ja ein feiner Kerl. Ehrenmann. Und sogar ein Ehrenmann. Ja, Leute, das Bild, das ist das von Mount Everest. Das ist das, wo immer läuft, wenn... Du hattest irgendwie im Hinterkopf... Du hattest doch nie... Nein, what the fuck? Als ob ich dem schaden wollte, Digga. Als ob ich dem schaden wollte. Ich habe ja nicht mal irgendwas mit dem zu tun, Alter. Der hat halt Kollegen von mir... Bisschen übel nachgestellt, sag ich mal. Also Leute, die ich halt mag so und mit denen ich gut bin. Aber ganz ehrlich, Alter, also Karl S. interessiert mich ja nicht wirklich, ne? Dann kontaktiere ich noch die andere Partei und gebe ihnen noch die Möglichkeit, das Ganze öffentlich richtig zu stellen, bevor ich juristische Schritte einleite. Das also mal geklärt. Was hast du? Und es gibt jetzt natürlich sehr viele große Kanäle, Instagram-Kanäle, YouTube-Kanäle. Weißt du, die ganze Zeit zu Karl, er kann das nicht richtig einstellen, glaube ich. Die posten genau solche Dinge, die ein schlechtes Licht auf mich werfen. Mhm. Und mir persönlich ist es egal. Mir persönlich geht's gut. Aber ich habe mehrere wachsende... Digga, ganz ehrlich, manchmal hat er ja wirklich dieser Blick, ne? Ja. Bro, ich krieg Goosebumps, Alter, wirklich. Mir geht's gut. Aber ich habe auch noch mehrere Unternehmen, damit es mir noch besser geht. Ich bin ehrlich, ich habe da kein Problem und ich muss mich auch nicht profilieren. Aber ich habe nun mal schon 2 Ferraris und mehrere Unternehmen. Von daher ist alles entspannt. Wachsende Unternehmen und diese Unternehmen.
Ich habe sehr viele Mitarbeiter. Es ist halt immer die gleiche Masche so. Es gibt irgendeinen Aufhänger für ihn, weißt du, was ich meine? Ja. Er findet irgendwas, wo irgendwer mit irgendwem was mit ihm gemacht hat, nutzt das wieder als Aufhänger für einen Titel, für ein Video, ja. Nutzt das dann halt und macht dann wieder Werbung für seine Produkte. So, guck mal hier, das Video hat 30.000 Aufrufe. Seine anderen Sachen, ja, so die er hochgeladen hat, halt ich deutlich weniger so. Diese Network-Marketing. Digga, ganz ehrlich, ich habe überlegt, ihn einfach abzumahnen, wa? Weil er hier mein Bild benutzt, ne? Ehrenmann. Was wolltest du sagen? Network-Marketing? So, ich muss sagen, generell, diese Network-Marketing-Schiene ist ja generell sehr umstritten. So. Voll. Ich hatte das ja auch, was kann ich, kleine Side-Fact, ich wollte es auch mal machen, so hatte es kurz probiert und so, für 3 Monate, aber das ist wirklich der größte Rotz. Die Leute sagen immer, die beharren ja extrem immer darauf, dass das Produkt immer funktioniert und so weiter und so fort. Ja, ja. Aber meistens ist das Produkt ja gar nicht so krass stark und es funktioniert eigentlich nur, wenn man Leute reinholt. Ja, ja, safe, wenn du halt andere Leute quasi mit reinscammst, weißt nur, du? Also nur durch das Produkt an sich kann man gar nicht genug Geld machen. Man muss Leute reinziehen. Ja, so. Das rechnet sich halt überhaupt nicht so. Ich weiß doch, ich kenne auch die Historie von Karl S. einfach gar nicht, Digga. Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe, ich weiß nicht genau, wo er herkommt, womit er angefangen hat, so. Aber to be honest, so ich find's halt einfach, das ist halt eine einfache Taktik, so ein bisschen, um den Hype wieder mitzuspielen. So, er hat ja auch das Meme gut geritten und sowas, weißt du? Dieses Mount Everest-Ding so. Aber in meinen Augen, also Karl S., der juckt mich überhaupt nicht. Ja, aber so im Endeffekt aber ist er schlau, weil im Endeffekt sitzen wir wieder hier und reagieren. Ja, aber drauf. Es ist halt. Aber das ist halt auch sein Plan so. Safe. Aber das ist ja genau das Ding. Es ist aber einfach zu unterhaltsam und lost, nicht drauf zu reagieren. Genau. Das ist halt das Ding so, ne? Man muss es sich halt reingucken, Alter. Mount Everest. Komm, sag zu Ende hier der Scheiß und dann reicht's auch hier an der Stelle. Ja, wenn mein Ruf geschädigt wird, wird der Ruf meiner Unternehmen geschädigt. Und der Mitarbeiter. Und das schädigt dann auch meine Mitarbeiter. Ah, siehst du? Klar. Und auch meine Kunden. Und aus diesem Grund, wenn ihr negative Dinge über mich seht, wie beispielsweise beim Revi, wie auf vielen anderen Kanälen, dann schaut euch bitte... Ich hab doch dann gar sollst nicht. Du dir aber Gedanken darüber machen, warum so viele negative Dinge erstmal das auf so vielen Kanälen von diesen. Und vor allen Dingen habe ich ja nichts Negatives über den Bro gesagt. Also das ist ja wir komplett lost. Meine YouTube-Kanäle an. Ja. Oder schreibt auch gerne an diese Telefonnummer und wir klären das Ganze dann auf. Ja. Denn in den letzten 3, 4, 5, 6 Jahren wurden sehr viele Fehldarstellungen über meine Unternehmen und mich öffentlich gezeigt. Ja. Auch solche Missverständnisse, wie jetzt beispielsweise beim Revi, dass ich irgendwelche Leute verklage oder. Nochmal, ich habe das ja nicht gesagt. Ist der lost oder was, Digga? Wirklich, also... Das wollte ich einfach nur mal klarstellen. Und das große Problem ist jetzt folgendes. Jemand wie der Revi... Ja. Der postet jetzt sowas, es geht viral. Denn negative Nachrichten, die verbreiten sich immer schneller als positive. Das heißt also, das bekommen dann beispielsweise 10 Millionen Menschen mit. Saftiger Idee, danke. Wenn dann er und ich das Ganze wieder revidieren, dann kriegen das vielleicht nur 3 Millionen Menschen mit. Also bei 7 Millionen Menschen bleibt dann der fade Nachgeschmack hängen. Und da wollte ich einfach nur aufklären. Und wenn du selbstständiger Unternehmer oder Inhaber bist, dann ist jetzt deine Chance, dein Leben zu ändern. Erstmal ein schmackofatziges Like gegeben, Alter. Gutes Video, Karl, wirklich. Ich schreib dir mal die Tage. Ich hab, vielleicht gibt es ja ein Steuerkarussell irgendwie, was du mir verkaufen kannst. Ich hab mal gehört, man muss in Deutschland nicht mehr als 10% Steuern zahlen. Vielleicht kann Karl S. mir da helfen. Und maybe kannst du mir erzählen, ob man Spenden, die ich auf mein PayPal-Konto bekomme, überhaupt versteuern muss. Ich glaube nicht. Das ist ja Trinkgeld, ne? Muss hab ich man. Auch mal so gehört. Ja. Perfekt, Karl, Digga. Ich bin raus an der Stelle. Dankeschön für nichts.